بسم الله الرحمن الرحيم. Nicht blöd angemacht wirst. Auf jeden Fall, wie ist die Sache hier zu bewerten? Natürlich darf eine Frau Selbstverteidigung lernen, aber im Rahmen des Erlaubten. Das heißt nicht, dass sie sich bei einem Karatekurs anmeldet, wo 40 Männer sind und 2 Frauen. Es gibt so etwas, in vielen, vielen Clubs gibt es so etwas, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Sondern sie macht das, indem zum Beispiel eine Schwester ihr was beibringt oder vielleicht der Ehemann ihr was beibringt. Oder wo sie aus einem YouTube-Video lernt, wie man sich selbst verteidigt. Dann, inshallah ta'ala, ist das kein Problem. Wallahu ta'ala, ala wa ala. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Sprich, mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Tod gehören Allah.